Jeder muss für sich selber an erster Stelle spielen. Also die Jungs können sich selber Geschenk machen und nicht für mich, weil ich kann mich nur von Jungs profitieren und ich darf nicht im Vordergrund sein. Muss eigentlich jeder Spieler das wissen. Wir müssen morgen ganz, ganz konzentriert spielen und das ist ein wichtiges Spiel morgen für uns. Der Trainer mit einem Appell an die Eigenmotivation der Spieler vor der Partie gegen die Zweitvertretung des deutschen Meisters. Sowohl Trainer als auch Spieler wollen sich nicht davon täuschen lassen, dass die Amateure des BVB aktuell nur Tabellenschlusslicht der Liga sind. Also wenn einer morgen was zu verlieren hat, da sind wir. Und deswegen dürfen wir das Spiel nicht auf leichte Schulter nehmen. Im Gegenteil, wir müssen morgen doppelte Konzentration haben, doppelte Laufbereitschaft, doppelte Engagement haben, um das Spiel zu gewinnen. Jeder weiß, dass in der Liga die zweiten Mannschaften, das ist oft so eine Wundertüte. Die sind oft spielerisch sehr gut, sind junge Spieler, frisch, quirlig. Und von daher darf man die nie unterschätzen, auch wenn die Tabellensituation jetzt vielleicht was anderes sagt. Vielleicht kommt der ein oder andere von oben, der da nicht im Moment so die große Chance hat, der bei denen aushelfen wird. Und von daher darf man die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Der Coach freut sich nach einigen schweren Partien hintereinander darauf, dass den Spielern ab Sonntag etwas mehr Verschnaufpause zusteht und keine englische Woche vor der Tür steht. Ich denke schon, dass wir mit sehr viel Aufwand gespielt haben letzte Woche. Wir haben auch starke Gegner gehabt die letzte Woche. Das hat uns sehr viel Substanz gekostet. Und das könnte man auch in Aachen sehen, dass bei ein oder anderen Spielern, dass wir ein bisschen schon nachgelassen haben, was die Frische einfach nicht da ist. Aber jetzt denke ich mir, für ein Spiel noch kann jeder in der Lage sein, noch mal alles zu mobilisieren, auch mal alles abzurufen. Ach ja, und nochmal zurück zu den Geburtstagskindern, Adi Wakumenga und Pavel Dotschev. Wenn ihr morgen gegen Dortmund, ja man kann schon fast sagen, eure Pflicht erfüllt, dann gibt es eine große Party Samstagabend? Och, wer weiß, was sich dann so entwickelt, aber ich denke, da wird uns schon irgendwas einfallen abends. Was einfallen lassen, haben sich übrigens auch die Jungs von der Geschäftsstelle. Das Fanshirt 19:6:0 zum Derby-Double. Hier präsentiert von den Torschützen aus beiden Duellen. Und ab Samstag dann auch für die Anhänger zu erwerben.